Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Ich habe ja schon oft genug gesagt, dass ich quasi richtig stolz bin auf meine Zuschauer und dass ich wirklich die besten Zuschauer, aber es sind nicht viele immer. Ne? Ich mache das hier für ein klitzekleines Publikum, aber die Leute, die zuschauen, das sind doch wirklich echt immer astreine Leute. Ich habe ganz selten mal, dass sich mal irgendeiner verirrt, der dann mal ein bisschen komischen Kommentar ablässt. Die Grundmasse ist echt solide und ich freue mich wirklich jedes Mal über eure Kommentare. Und vor kurzem ist ein Zuschauer dazugekommen, der Alexander. Manche kennen ihn von euch, habe es schon in den Kommentaren gesehen. Er hat ja auch einen kleinen YouTube-Kanal, der meiner Meinung nach absolut viel zu wenig Abonnenten hat. Ich glaube, wir sind bei so um die 56. Es geht um Dreunhäse. Ich glaube, habe ich das richtig ausgebobbelt? Dreunhäse. Oh, ich weiß nicht, ich bin kein Hesse. Ne? Also seht es mir nach an der Stelle. Aber Alexander, super geiler Typ. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Er macht richtig geile Sachen. Und alle Leute, die gerne was mit Taschenmessern und DIY oder selbstgebaut oder selbstgemacht etwas anfangen können, die schauen jetzt in die Videobeschreibung. Dort habe ich nämlich seinen Kanal verlinkt. Und da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen und ein Abo dalassen. Das müsst ihr mir auf jeden Fall versprechen. Schaut jetzt, am besten macht ihr jetzt Pause, klickt unten drauf, macht es im neuen Tab auf, drückt da einfach blind auf Abonnieren, kommt wieder zurück, schaut ihr dieses Video zu Ende und dann wieder rüber, eben die Videos durchgucken und mal einen schönen Gruß von mir dalassen. Ne? So, aber warum mache ich denn dieses Video? Der gute Mann hat gefragt, ob er mir mal meine Adresse haben kann, weil er mir was schicken möchte. Geht's denn? Und dann hatte ich auf einmal hier diesen Brief im Briefkasten. Und was hier Geiles drin ist, ich würde sagen, nee, das zeige ich euch jetzt nicht. Das schauen wir uns jetzt nochmal in der Tischansicht an, würde ich sagen. Ah, aber bevor das kommt, er hat mir auch einen Brief geschrieben und ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich in der Tischansicht bin, werde ich dazu noch mal ein bisschen was mehr sagen, weil er hat hier quasi das, was er mitgeschickt hat, quasi noch mal kommentiert. Und deswegen werde ich an der Stelle noch mal drauf eingehen. Auf jeden Fall hatte er einen wunderbaren, lieben Brief geschrieben. Der hat mich fast zu Tränen gerührt. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also sowas Tolles, dass ich das hier erleben kann, das ist einfach, das ist so der Grund, warum, also nicht, dass ich jetzt hier, dass mir jemand was schickt, ist der Grund, sondern diese lieben Worte alleine, dass sich jemand die Mühe macht, einen so einen Brief zu schreiben und mir dann noch was Cooles schickt. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ich würde sagen, machen wir jetzt einfach weiter. Ich gucke jetzt zur Tischansicht, bevor das jetzt hier noch zu emotional wird und dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. So, und da würde ich mal sagen, dann legen wir gleich mal los. Wie ihr sehen könnt, seht ihr hier nichts, weil wir werden jetzt chronologisch durchgehen. Der gute Mann hat mir, wie gesagt, einen Brief geschrieben und nicht nur, dass er da wirklich wunderbare, schöne, persönliche Worte gefunden hat, weswegen ich euch jetzt auch den Brief nicht zeigen werde, weil das, finde ich, geht niemandem was an. Fände ich auch nicht gut, wenn ich jemanden sowas schreiben würde, der das im Internet zeigen würde. Aus diesem Grund gehe ich halt nur auf die einzelnen Punkte ein, weil ja, der gute Mann hat mir quasi drei Geschenke gegeben oder mitgeschickt und hat zu jedem eine Erklärung geschrieben. Und ja, das ist einfach ultra spannend. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das jetzt mal einzeln an. Geschenk Nummer 1. Richtig, richtig nice. Und zwar haben wir hier Victorinox Griffschalen. Und zwar mit dem Namen Glückspilz. Gefertigt aus Eiche, Fassdauben. Schon richtig schön hier, ne, wie ihr sehen könnt. Alles von Hand. Also es ist Wahnsinn. Ich würde niemals im Leben würde ich sowas hinkriegen. Aber der gute Alexander macht das regelmäßig. Deswegen schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Weil diese Griffschale hier mit diesem Centstück eingearbeitet, trägt den Namen Glückspilz nicht umsonst. Es hat einen coolen Hintergrund und ja, ich verrate ihn euch nicht, denn ich möchte, dass ihr auf seinen Kanal geht und euch dort das Video anschaut
um dann zu gucken, was es hier mit diesen Griffschalen hier auf sich hat. Ja, ich freue mich mega, weil ich hatte euch ja letztens auch mal angekündigt, dass ich mein EDC updaten werde. Ich habe hier noch so ein altes Climber, schon seit, weiß ich nicht, hatte ich glaube ich letztes Mal erwähnt, schon 10.000 Millionen Jahre. Und das ist ja schon ziemlich runtergerockt und ich wollte sowieso mal die Griffschalen austauschen. Ich hatte mir eigentlich erst überlegt, da irgendwie so Titan dran zu machen. Aber, wie ihr sehen könnt, hier habe ich jetzt wunderbar schöne, handgemachte, einzigartige Holzschalen. Und ich muss schon sagen, das finde ich ultra stark. Schauen wir mal ein bisschen genauer an hier. Ah, liebe meine neue Kamera, der Fokus ist super. Und ich hoffe, die Bildqualität auch. Wahnsinn. Hat er auf jeden Fall richtig nice gemacht. Er hat auch richtig gut hier unten die ganzen Punkte, die Ansatzpunkte und auch hier die Aussparung, was mir natürlich persönlich richtig wichtig ist für Pinzette und Zahnstocher. Weil das sind halt Tools, die in diesem Multitool, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig sind und deswegen auch oft genug genutzt werden. Deswegen mega stark, dass diese Dinger dabei sind. Was auch noch ziemlich gut ist, der gute Mann hat natürlich auch gesagt, weil ich natürlich keine Ahnung von sowas habe, wie man diese Dinger befestigt und zwar hier mit Uhu Plus Endfest. Habe ich bei Amazon gekauft. Gerne Link auch unten in der Videobeschreibung. Das soll wohl auch so ziemlich gut sein, wenn man hier irgendwie ja, so einen Griffschalen befestigen will. Er hat dann auch extra nochmal für Leute wie mich, die von sowas keine Ahnung haben, genau beschrieben, wie man die Griffschalen hier an diesem Messer befestigt. Ja, ich hatte ja schon, wie gesagt, angekündigt, ich werde irgendwann mal so ein EDC-Update machen. Jetzt die Frage an euch, da bitte ich euch mal in die Kommentare zu schreiben. Hättet ihr Bock, wenn ihr live dabei sein wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann basteln wir mal direkt im Video, in einem One-Take, ohne Cut. Außer wenn natürlich ich jetzt langweilig aus dem Bild renne und stundenlang nicht da bin oder so. Aber ansonsten würde ich euch zeigen, wie unfähig ich versuche, hier diese Griffschale abzumachen und diese wunderschöne Griffschale draufzukleben. Ihr seid quasi dann in Anführungszeichen live dabei. Wenn euch das interessiert, schreibt das gerne unten in die Kommentare, dann machen wir das zusammen. Ansonsten mache ich das offscreen, wenn ihr sagt, nee, könnt ihr auch gerne schreiben. Seid ihr ruhig ehrlich, wenn ihr sagt, nee, der Unterhaltungswert ist mir da durchaus nicht gegeben, dann mache ich das offscreen und dann seht ihr irgendwann mal mein neues EDC-Update. Kommt ja auch bald, hoffentlich dann. Also ich warte mit dem Umbau noch, bis dieses Video online ist und vielleicht so eine Woche online war oder so. Je nachdem, oder zwei, weiß ich nicht, dann fange ich erst an mit dem Umbau. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Gut, aber wir haben hier schon 10 Millionen Stunden rum und es geht ja noch weiter. Der gute Roy Hesse hat noch was reingelegt. Und nicht nur so eine Griffschale, die schon richtig geil selber gebaut ist, nein, er hat mir auch noch ein komplett umgebautes Victorinox mitgegeben. Und schaut euch diesen geilen, ja, und dieses geile Holz an. Also wenn das nicht, seht ihr, ich kann schon nicht mal richtig Deutsch reden, weil ich so geflasht bin von diesem, von dieser Griffschale. Die handwerkliche Arbeit ist top und das Holz ist ultra sexy. Wir haben hier eine Weinrebe oder wie man auf Reuhessisch sagt, Knorre. Ne? Ja, ich weiß, ich kann kein Rheinhessisch und da steht auch so ein Brief drin, deswegen weiß ich das auch noch. Ja, okay, ihr habt mich erwischt, aber schaut euch das mal an. Ich finde es absolut geil, wie der gute Mann hier die Griffschale macht. Habe ich schon erwähnt, dass ihr seinen Kanal abonnieren sollt? Unten in der Videobeschreibung. Es lohnt sich. Der Mann macht so geile Sachen. Macht auch gut Klicks, wie ich gesehen habe. Also finde ich klasse, dass das wenigstens das honoriert wird. Aber die Abozahl ist viel zu niedrig. Dahingehend macht auf jeden Fall mal sein, bei euch da seinen Haken, den Haken, die Glocke. Ach, was rede ich hier? Dieses Messer macht mich wahnsinnig. Aber weil es einfach so stark ist. Wie ihr gesehen habt hier, die Griffschalen sind ein bisschen dicker als beim normalen Victorinox hier. Im Vergleich. Mal sehen, so. Hat aber hier quasi Absicht, weil es sorgt für eine richtig geile Griffigkeit. Dieses Messer ist ein absoluter Handschmeichler. Es ist einfach so schön, dieses Messer hier in der Hand zu haben. Also ich weiß nicht, also wenn jemand, der sich nicht mit Taschenmessern beschäftigt, der denkt bestimmt, ich bin bescheuert. Gut, ich bin auch bescheuert, aber es ist halt einfach, es ist einfach so der Wahnsinn. Ja, diese Griffigkeit durch diese etwas dickeren Griffschalen, ein sehr klitzekleiner Nachteil, man kommt halt nicht direkt hier an den Zahnstocher und Pinzette dran. Das heißt, aber dafür hat man hier den kleinen Zahnstocher, den kleinen Schraubendreher. Damit können wir den kurz rausdrehen, zapp, zippidi-zapp und dann gehen wir hier kurz rein. Schon haben wir den Zahnstocher draußen. Das funktioniert also wunderbar. Ist ein kleines bisschen ja, minimal umständlicher, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Zahnstocher brauche, dann kann ich auch 2 Sekunden länger mal darauf warten, dass es jetzt nicht so um, wo es um Leben und Tod geht.
Das ist schon richtig, richtig geil. Also auch an dieser Stelle hierfür schon, das alleine wäre schon ultra geil gewesen, aber noch ein bisschen Griffschaden. Du bist echt wahnsinnig, lieber Alexander, aber ich freue mich mega. Es ist einfach ultra gut. Ach ja, kleines Lenny hat auch noch dran gemacht, ne? Kann man nie genug haben in dem wunderbaren giftgrünen Paracord. Ja. Aber natürlich diese wunderbaren Schätzchen hier, beziehungsweise das mit dem jetzt zusammen und dieses hier auch gut zu schützen, hat der gute Mann noch was gemacht. Dazu gibt es natürlich auch ein Video auf seinem Kanal. Und zwar hat er Hüllen gebaut. Und zwar aus Fahrradschlauch. Finde ich richtig genial, richtig kreativ. Ich spoilere hier doch mal ein kleines bisschen. Der gute Alexander hat einen Sohn und bei dem war der Fahrradschlauch kaputt und hat sich gedacht, Mensch, aus dem Schlauch könnte man doch ruhig nochmal was machen. Und hat dann hier aus dem Fahrradschlauch hier eine Hülle genäht. Und da passt auch wunderbar das Victorinox rein und ist damit wunderbar geschützt in der Hosentasche. Finde ich ziemlich stark, weil so hat man hier wirklich, das ist nochmal so ein Upcycling, was eigentlich normalerweise im Müll gelandet wäre. Und ja, hier sogar mit so einer kleinen Schlaufe noch. Richtig stark. Also bin ich auch ziemlich begeistert. Ich hätte das nicht mal im Ansatz so hingekriegt. Ja, denn allein dieses wunderbare Ding hier zu schützen, ne, dafür lohnt es sich ja schon. Ha, ich weiß nicht. Also, wie ich schon erwähnt hatte, es ist einfach ultra gut, wenn man, ich habe zwar gesagt, ne, die Zuschauerzahlen hier brechen ein. Mal gucken, was ich noch ändern werde an dem Kanal. Aber vielleicht wird es auch mal ein bisschen Veränderungen wieder hier geben, um wieder mal zum alten Glanz zu kommen. Aber alleine, wenn ich dann so eine Zuschauer habe, die sowas Tolles mir hier schenken, also ich weiß auch, die Leute, jetzt, die fühle ich jetzt nicht angesprochen, also dass ihr mir jetzt was schenken sollt oder so, das möchte ich nicht. Aber es geht dann einfach darum, das ist quasi nochmal so ein Beleg dafür, was für unfassbar tolle Zuschauer ich habe. Und genau du bist auch ein toller Zuschauer, auch wenn du mir nichts schenkst. Alleine, dass du diese Videos guckst und ich freue mich auch über eure tollen Kommentare. Das sind jedes Mal ein Highlight für mich. Und ja, ich versuche mir auch mal sehr viel Zeit dafür zu nehmen und auf jeden Kommentar zu antworten. Wie gesagt, wenn es mal nicht klappt, dann hat YouTube den mal wieder versteckt. Aber ich würde sagen, das war jetzt hier erstmal so die Tischvorstellung. Ja, das war die kleine Vorstellung von dem wunderbaren, von der wunderbaren Sendung vom Alexander. Und ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr und lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da. Und ach ja, ich vergesse, bevor ich es vergesse, ich habe da noch eine Telegram-Gruppe am Start. Diesmal aber komplett Corona-leugnungsfrei. Da werden nur aktuelle Videos gepostet. Also falls euch der YouTube-Algorithmus auch mal wieder verarscht hat, jetzt auch noch die Monetarisierung flöten. Egal. Also wenn euch YouTube auch mal wieder ärgert und man nicht benachrichtigt, dass es hier neue Videos gibt, kommt in die Gruppe. Kommt in den Buchclub. Ich fahre jetzt Porsche Cayenne. Ne? Ach nee, da gibt es einfach nur Links zu den aktuellen Videos. Und das heißt, ihr kriegt ja direkt aufs Handy und seid dann sofort benachrichtigt, wenn da was Neues rausgeht. Und ja, wir schnacken zusammen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schlagen dem YouTube-Algorithmus ein Schnäppchen. Dankeschön dafür. Bis zum nächsten Mal. Cheers.